Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück hier bei 911 Operator mit eurem Crunchcow und wir sind zum Ostersonntag wieder hier live mit 911 Operator. Zuallererst fröhliche Ostern an euch alle. Ich hoffe, ihr verbringt die super schön. Und wir haben ein Problem. Wir haben keine Besatzung mehr, das heißt, wir brauchen Belegschaft. Fahren kann der zum Beispiel ganz gut. Jope. Jetzt bräuchte ich noch irgendeine mit Treffsicherheit. Jope, das passt. So. Equipment, Pistole. Warum hat nur einer eine Pistole? Ist das andere Equipment kaputt gegangen? Ach, kommt schon. So, alle haben ihre Pistolen. Das ist ja schon mal etwas. Feuerwehrmänner sind hier nochmal down gegangen. Wir haben jetzt 2-2. Ich vermute fast, das reicht schon ein bisschen. Die kommen hier noch dran. Ich denke, das passt. Was wir jetzt machen könnten, wäre, ob wir mal gucken könnten, wie viel kostet das? 3000. Ob wir denen jetzt hier noch so ein Terminal jedes Mal geben mit an die Hand. Ob die Polizeieinsätze schneller abgeschlossen sind. Haben wir noch irgendwas, was... Nee, haben wir nicht. Sonst hätte ich gedacht, jetzt können wir vielleicht noch erste Hilfe Set. Das ist nochmal ein bisschen beschleunigt. Vielleicht hilft das ja was. Ich weiß es nicht. Also wir müssen jetzt mit der Entsendung starten. Wir haben nicht viel Geld. Es funktioniert auch nicht, dass wir viel Geld haben. So, der fährt schon mal dahin. Was haben wir hier? Ein Notarzteinsatz ist schon mal hier unten. Auf dem Albersloher Weg. Epilepsieanfall, medizinischer Sorgen wird benötigt. Jupp. Alles klar. So, die machen einen Positionswechsel. Auch die machen einen Positionswechsel, um die so ein bisschen zusammenzuziehen und so ein bisschen in der Nähe zu haben. 911, what's your emergency? Hello? There are some guys here fighting. Can you do something about it? How many of them are there? There are two of them. Did you see if they had any weapons? Yes, they have knives. Can you give me a precise address of the incident? Yes, of course. It's at... I'm sending emergency services right now. Thank you. Bye. So, und schicken wir die Polizisten da mal hin. Ich denke mal, 4 Stück sollten ja wohl reichen. Wir haben ja ordentlich besetzt hier den Wagen. So, hier ist ein Raser unterwegs, den fangen wir ab. Das passt, der kommt uns auch gut entgegen. Fährt hier über den Innenring. So, wir haben das ein bisschen erhöht. So, dass das relativ schnell vorbeigeht. So, die sind schon mal verletzt, wir nicht so. Das ist gut. Aber nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt da oben die Polizei. Was ist das? Eine Party in der Nachbarschaft ist laut. Läuft. Schicken wir mal 2 hin. Lass uns die mal ein bisschen wieder reinziehen. 911, what's your emergency? Hello, my stomach hurts really bad. What's your address, sir? All right, does anything else hurt? I vomited half an hour ago. So, do you have any other symptoms? I looked in the mirror and my skin's very pale. I have the chills and I can't stop sweating. Your symptoms could be signs of something really serious. I'm going to get medical help to you as soon as possible. Thank you. Thank you very much. I'll wait for them to get here. Bye. So, okay, dann schicken wir den Krankenwagen dahin. Ich denke, das hat sich hier gleich erledigt. Wait for now.
Dann können die dahin, die bringen das zum Hospital. So, hier wehrt sich scheinbar keiner. Ah, Katzenbesitzer meint, dass seine Katze auf einem Baum stecken geblieben ist. Ja, dann schicken wir doch mal eben jemanden hin. Das kriegen wir wohl hin. Die sind nicht schnell genug für den. 911, what's your emergency? I want to report a fire. Where are you, sir? In front of... So what's on fire? Some garbage. So is the garbage in some sort of container or a trash bin? It's in the trash can. Are there any inflammable materials near the fire? No, I don't see any. All right, so how big is the fire? Pretty big. The flames are shooting up 10, maybe 15 feet. Is the fire spreading anywhere? Yes. The fire department is on the way. Okay, goodbye. Ja, hast du eine Mülltonne, aber... I'm listening. I'm listening. Fahren mal. Da, den kriegen wir nicht. Dann fahren wir hier zur Wache. Der entkommt uns leider mit dem gestohlenen Auto. Reporting. Heading over there. I'm listening right away. Ein Auto ist über eine rote Ampel gefahren, den stellen wir einen Strafzettel aus. Er kommt uns entgegen. Den nehmen wir kurz hops. Hier Richtung Krankenhaus, die sind hier fertig, dann können die hier in die Mitte. Ja, der war vorher hier oben, ne? Ironie des Schicksals. Die können zurück zur Wache. 911, what's your emergency? Hi, there's an unconscious man here. Where are you calling from? Around... Did you see him pass out? No, he's on the ground when I found him. Is he breathing? Yeah, his breath smells so bad. Does he have any visible injuries? There's blood on his face, and he has a black eye. I'm sending an ambulance. Okay, thanks. Right away. Die Tarnfrau wurde geflogen. Verdächtiger ist auf der Flucht. Waiting for orders. Der soll sich mal wehren. Treffsicherheit 85 und 69. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Sie kümmern sich hier drum. Die fahren mal dahin, da man nie weiß, wenn jemand mal so auf dem Boden bewusstlos ist und auch wenn er stinkt nach Alkohol und Co. Und man weiß nie, ob der nicht gerade doch nochmal hingefallen ist, auch wenn geronnenes Blut schon auf dem Gesicht ist, dann ist das etwas, was man sich definitiv mal ansehen müsste. Zusammengeschlagener Mann in dem Fall, ne? Ja, ist das wichtig, dass man dann trotzdem schaut, dass das funktioniert. Das dauert ziemlich lange hier. 911, what's your emergency? Good evening. I need help. Yeah, stupid thing. What's your name, sir? I'm Jacob Kobus. Where are you calling from? Around. Why'd you call 911? My cat climbed up a tree and can't go down. It's very dark. Should you send firefighters? I'll send the fire department. Thank you. I'll be waiting. I'm listening right away. So, also die da oben kommen nicht klar mit dem Feuer. Das dauert jetzt noch alles viel, viel länger. Deswegen habe ich jetzt die zweite zur Unterstützung geschickt. Waiting for orders. Shots fired. Requesting backup. Reporting. I copy. Go in there. Ursprünglich hätte ich gesagt, Katze auf dem Baum. Das dauert jetzt hier nur alles ziemlich lange. Könnte sein, dass wir den Anrufer dann nicht schaffen. Müssen wir mal schauen, wie sich die Situation ergibt. Was ist hier? Rasendes Fahrzeug, zahlreiche Verkehrsvergehen. Schicken wir den hier hin. Geben wir ein bisschen Gas hier hin.
Neuer Anruf. 911, what's your emergency? My car was stolen. Where did this happen? In front of a shopping mall. What's the address of where this happened, sir? It happened at... When was your car stolen? I don't know. I left my car about an hour ago. Sir, are you sure you didn't park your car in, you know, a no parking zone, somebody's driveway, or maybe a bus stop? I was. Damn it. There is no parking sign. I just realized that. Sorry. How can I get my car back? Your car was towed to the police impound yard. Just call the police at their non-emergency number and they'll help you out. Thank you. Goodbye. Das können wir ignorieren. So, das erledigt sich jetzt hier gerade. Möglich verdächtig. Ja, wir warten mal lieber. Und warten wir mal, bis der hier eingetroffen ist. Das sind drei Verdächtige. Da will ich nicht, dass wir jetzt mit zwei Polizisten davor stehen und dann hinterher sind wir am Arsch. Da ziehe ich gleich die Einheiten zusammen. What are the orders? I'm listening right away. 911, what's your emergency? Und da läuft ja jemand, da können wir nochmal anrufen. Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? Excuse me. It's my thought. I accidentally called 911. Sir, are you having an emergency? No, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Of course. I'm sorry. We got a visual. Okay, hier Epilepsieanfall, medizinische Versorgung. So, die kommen jetzt hier gleich an. Dann wird es hier wahrscheinlich gleich vier Verletzte geben, wenn wir anfangen. Wenn die hier loslegen. Ach, jetzt ist hier noch was ausgebrochen. Ein Feuer im Warenlager. Da muss die Katze leider warten. Dachte ich mir, dass das hier rund geht. Da brauchen wir mindestens noch mal einen Krankenwagen zusätzlich. Während die beiden dahin fahren, das Warenlager ist wichtiger. Ja, die Katze ist jetzt eh weg, hätten wir nicht geschafft. Nee, da ist die Katze definitiv. Oh, jetzt sind es vier kaputte. Aber unsere Polizisten sind gut drauf. Wobei er schwer verletzt ist, schwer verletzt. Es wird gar nicht angezeigt. So, aber das Warenlager, wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es noch mehr Schwierigkeiten, sage ich jetzt mal. Auch verletzt. Alle verletzt hier? Okay, nee, ist geschafft worden, alles klar, dann können die da bleiben, dann müssen wir jetzt noch warten, bis hier das Feuer gelöscht ist, das hat sich auch schnell erledigt. Macht doch Sinn, die ein bisschen besser zu besetzen. Weil dann, jetzt gucken wir mal gleich, Autodiebstahl versagt, Zeit ist abgelaufen, minus 3, ist besser, aber hier haben wir wieder plus 6 bekommen. Insgesamt also für unseren Ruf ganz gut. 36.000, hier wurde jemand verletzt. Also es macht Sinn, die Feuerwehrleute, glaube ich, auf ein Level zu bringen, also dass die aufgerüstet sind hier. Dass die sozusagen wieder volle Pulle haben. Weil. Einfach weil.
Weil ich glaube, dass es dann einfacher ist, die Einsätze zu beherrschen, nenne ich es jetzt mal. Wenn ich nur zwei habe, die nichts können, dann ist das auch doof. Okay, ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, wir kriegen bald genug Geld zusammen für noch ein paar zusätzliche Wagen. Aber wir haben es jetzt erstmal ein bisschen aufgerüstet mit den Erste-Hilfe-Kästen, den Defis und so weiter und so fort. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Crunch gesagt, bis dahin, haut rein. Ciao!